Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich unendlich, dass du da bist, denn heute darf ich dir hier im Podcast eine Frau vorstellen, die ich persönlich so wahnsinnig inspirierend finde. Und es geht um die wundervolle Susanna Abasian Khorasani. Und ich selber habe Susanne kennengelernt vor, ich glaube, es 3 Jahren. Ja, das war genau als Carlo. Ja doch, vor ungefähr 3 Jahren, 2,5 Jahren. Und Susanne ist Heilpraktikerin und Naturheilcoach. Und sie hat hier in Berlin ihre eigene Praxis mit dem Schwerpunkt Phytotherapie und Heilnahrung. Und es geht bei ihr auch um natürliche Entgiftung, Mental Detox. Und sie vereint Wissenschaft von heute und eben jahrhundertealte Erkenntnisse in ihrer eigenen Behandlungsmethode und möchte eben auch dieses fernöstliche Heilwissen in unsere Welt übermitteln und überbringen. Und es ist so spannend, weil sie eben dieses unfassbare Wissen hat über Heilpflanzen, wie die Natur uns heilen kann. Und aus ihren Erfahrungen der letzten 10 Jahren hat sie eben eine Heilmethode entwickelt, die Menschen dabei hilft, vor allen Dingen in ihre natürliche Selbstheilung zu kommen. Und in dieser Folge spreche ich mit Susanne unter anderem darüber, warum unsere Verbindung zur Natur so unglaublich wichtig ist und dass eben in der Natur diese wahnsinnige Naturheilkraft oder Heilungskraft liegt und wie wir unsere Gesundheit mit den richtigen Lebensmitteln auch in Balance bringen können und wie wir darüber auch unsere natürliche Selbstheilungskraft aktivieren können. Und zum Beispiel auch Krankheiten wie Nierensteine oder ähnliches heilen können. Und dann sprechen wir darüber, was Yin und Yang mit deiner Ernährung zu tun hat und wie du tatsächlich auch dieses fernöstliche Heilwissen für dich benutzen kannst. Wir sprechen darüber, warum es manchmal eigentlich nur ganz sanfte Reize braucht, um eine wirklich große Wirkung zu erzielen. Und dass wir manchmal hier in der westlichen Welt denken, okay, mehr ist mehr, aber dass es manchmal für den Körper reicht, wirklich ganz sanfte Reize zu setzen und damit eine riesengroße Wirkung zu erzielen und dass genau das eben auch das Geheimnis der Heilpflanzen ist, da eben eher in einer Kontinuität zu sein mit der Arbeit, mit sich selbst und mit den Heilpflanzen. Und wir sprechen auch darüber, was du konkret tun kannst, um dein Immunsystem und deine Gesundheit mit natürlichen Lebensmitteln zu fördern und mit welchen kleinen Tricks und Hacks du quasi das bereits mit wenig Aufwand in deinem Leben integrieren kannst. Und ja, Susanne ist einfach wirklich wahnsinnig schlau, intelligent und klug und hat dieses unglaubliche Wissen über Heilpflanzen. Also hör dir die Folge bitte unbedingt an. Teile sie natürlich auch gerne mit Menschen weiter, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir einfach auch diesem Thema Raum geben. Das heißt nicht, dass die andere Medizin nicht gut ist, überhaupt gar nicht. Das ist alles fantastisch. Es bedeutet einfach nur, dass wir sehr weit weggerückt sind von der Natur und dass wir aber eigentlich ein Teil der Natur sind. Und dass es total wichtig ist, diesen Aspekt einfach auch wieder zu integrieren, um eine ganzheitliche Heilung erfahren zu können. Also ich wünsche dir unglaublich viel Freude mit dieser Folge. Und ja, bevor es losgeht, noch einen kleinen Hinweis. Und zwar feiert der Podcast bald Geburtstag. Am 3. Juli werden wir abends eine große Online-Party machen. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Du kannst dich kostenlos auf die Gästeliste schreiben. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit dieser Folge. Deine Laura. Ich freue mich so, so sehr, euch heute einen Menschen vorstellen zu können, die, als ich sie das erste Mal getroffen habe, einfach nur dachte so, wow! Und die mir auch so wahnsinnig auf meinem Weg geholfen hat, gesünder zu leben und in Einklang zu leben mit mir und mit meiner Gesundheit. Und deswegen, ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit nimmst, Susanne. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen lieben Dank, Laura. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Erzähl mal, also ich habe ja gerade schon so ein bisschen so eine kurze Vorintro schon mal gegeben. Dein Thema ist Gesundheit, dein Thema ist Ernährung, dein Thema ist vor allen Dingen auch Pflanzenheilkunde und wirklich so diesen natürlichen Weg, gesund zu sein, am besten schon, also gesund zu bleiben, quasi gar nicht erst krank zu werden. Und ich möchte gerne
Am liebsten in deiner Kindheit ein bisschen anfangen, weil soweit ich weiß, hattest du ja quasi auch eine Oma, die dich in dieses Thema so ein bisschen eingeführt hat. Vielleicht können wir da anfangen. Wie bist du selber in Kontakt gekommen mit diesem Thema? Ja, also einmal ist es meine persische Herkunft, meine persische Großmutter, die schon auch meine Mama, als sie mit mir schwanger war, hatte zum Beispiel meine Mutter Nierensteine, ja. Und in der Schwangerschaft kann man ja nicht viel nehmen, ne? Also, und da hat sie ihr zum Beispiel auch einen Sud, glaube ich, aus Kirschstängel gemacht oder Rettichsaft schwarzen, weil meine Mutter war auf allen Vieren und konnte nicht mehr laufen vor Schmerzen. Und so fing schon praktisch das Ganze an. Also mit natürlichen Mitteln halt auch schwerwiegende Krankheiten zu heilen, ne? Und die persische Medizin ist auch sehr weit vorne. Die Kinder werden schon sehr früh unterrichtet, welche Nahrung welche Wirkung hat. Und ich wurde auch so groß. Also dank meines Vaters habe ich zum Beispiel auch ein sehr gutes Körpergefühl, was Nahrung betrifft. Ich gucke immer, wie geht's mir, ja? Und auch 2-3 Tage zurück. Was habe ich vor 2-3 Tagen gegessen? Ist auch ganz interessant. Und er meinte, irgendwann muss man auch mal sein eigener Arzt werden und selber gucken, was brauche ich, ja? Und meine Mama war auch, die ist Krankenschwester gewesen, hat mir immer schon, seitdem ich klein bin, gesagt, ja, trink mal den Karottensaft, da ist viel Vitamin A drin, das ist gut für die Augen. Also immer dieser natürliche Bezug und hat auch vielen Menschen geholfen. Damals waren ja Vitamine noch gar nicht so bekannt, mit Nahrungsergänzungsmitteln und mit Ernährungstipps. Leute auch wirklich zu heilen, was mich sehr beeindruckt hat. Genau, aber das war jetzt noch nicht von vornherein klar, dass das jetzt auch mein Weg werden wird. Das kam erst später. Aber es gab immer diese Einflüsse. Und wie ging es dann weiter? Also wo bist du aufgewachsen? Ich bin in Teheran geboren zur Revolution, 78. Und dann mit einem Jahr sind meine Eltern nach Berlin zurückgekommen. Und ich bin in Berlin groß geworden. Genau, also das ist so dieses Ost-West-Prinzip. War schon auch ein radikaler Change. Und ja. Wahnsinn. Und was hast du studiert? Oder war dann, hast du ja gerade gesagt, es war jetzt nicht immer so, dass es für dich so klar war, diesen Weg auch zu gehen. Ja. Wo ging es vielleicht mal erst in eine andere Richtung bei dir? Also ich dachte halt nach dem Abitur, ich will unbedingt was Kreatives machen. Und ich habe Filme geliebt, ja, weil ich fand, Film ist so ein Medium, wo du Musik, Philosophie, Menschen, Geografie, Fashion, alles reinpacken kannst, um eine Message zu vermitteln. Und ich bin auch eine Künstlerin vom Herzen her und wollte das immer in die Welt bringen, wurde dann aber abgelehnt an der Filmhochschule und dachte, dann gehe ich erstmal in die Produktion, in die Filmbranche und habe dann 3 Jahre nach einer Festanstellung gemerkt, das ist nicht mein Weg. Ich bin total ausgepowert gewesen. Ich konnte kein Telefon mehr ertragen und habe so gemerkt, ich brauche was Erfüllteres, was mir mehr Sinn gibt. Und bin dann nach einem buddhistischen Retreat-Center-Aufenthalt eine Woche irgendwie zurück zu mir gekommen und habe überlegt, was macht mich wirklich glücklich und habe für mich festgestellt, es sind Menschen, Natur und etwas Sinnerfülltes und habe das tatsächlich so bei Google eingegeben und dann kam der Beruf des Heilpraktikers oder Phytotherapie raus. Witz, ich kannte das gar nicht. Und dann ging alles so seinen Lauf. Du kennst es, wenn eine Sache rund ist, dann läuft's. Dann habe ich mich erkundigt, was ist Phytotherapie, habe eine Schule gesucht. Witzigerweise war dann die Sekretärin super nett, habe dann 1 Stunde mit ihr telefoniert. Die hat mich gleich am nächsten Tag Tag der offenen Tür eingeladen. Dann habe ich einen Probetag gemacht, wo es dann einen ganzen Tag nur um das Thema Rose ging. Und in Persien ist ja, die Rose kommt ja auch aus Persien. Und dieser Tag hat mich so geflasht, dass es Menschen gibt, die sich genauso wie ich dafür interessieren, was zum Beispiel die Heilwirkung von Rose ist, ja. Und dann wusste ich, das ist meins. Und diese Ausbildung zum Heilpraktiker mit dem Spezialgebiet, viele machen ja Homöopathie oder auch Akupunktur, aber Phytotherapie ist sehr selten, ne? Die Pflanzenheilkunde. Und das ist auch meine Mission, das noch mehr in die Welt zu bringen. So schön. Also ich weiß auch noch, als ich das erste Mal bei dir war und das war wie so eintauchen irgendwie in so total die
faszinierende Welt, in die du mich dann damals auch so mitgenommen hast. Und ich weiß noch alles, was du mir erzählt hast. Und plötzlich, also ich bin ja eh immer so fasziniert von all den Dingen, die man so theoretisch wissen kann. Also wo ich immer denke, es gibt, du kannst ja in jeden Bereich irgendwie so eintauchen und plötzlich ergibt sich so eine vollkommen neue Welt. Aber gerade natürlich auch Phytotherapie und halt Pflanzenheilung, das ist ja so ein unfassbares Wissen da. Ganz kurz nur, ich habe Paul hat, so süß, er hat so ein Buch gekauft, das heißt 100 Dinge, die du im Wald tun kannst. Und irgendwie auf der vierten Seite ging es um die Birke und dass du von der Birke die Schale abnehmen kannst, sie kochen kannst und die so einen Sud machen kannst und den dann in die Badewanne machen kannst. Und es ist halt total entzündungshemmend und so weiter. Und ich war einfach so, es ist so krass, wie man einfach da durch den Wald läuft und du bist dir überhaupt nicht klar, dass um dich herum ist pure Heilung, um dich herum ist pures Wissen, pure Intelligenz und Wir sind so weit weg davon. Deswegen freue ich mich jetzt einfach auch so, mit dir darüber zu sprechen, weil ich meine, du bist die absolute Expertin dafür. Vielleicht können wir da auch direkt einmal einsteigen. Was ist für dich der Unterschied zwischen Pflanzenheilung und vielleicht Heilung, wie wir sie in der westlichen Welt leben, weil das ist ja schon sehr weit mittlerweile zum Teil voneinander getrennt, oder? Ja, also die Natur ist die beste Apotheke. Ne? Die Tiere brauchen keine Apotheken, keine Krankenhäuser, die wissen sich selbst zu helfen und wir sind Teil der Natur und vergessen das aber aufgrund unseres Fortschritts oft, dass wir diese Verbundenheit brauchen zur Natur. Und die Pflanzen sind die feinstofflichste Nahrung, die ich kenne. Es ist die erste und die wichtigste Nahrung für uns Menschen. Und in dem Moment, wo du dich wieder mit dieser intelligenten Nahrung nährst, fühlst du auch wieder die Verbindung nach außen, aber vor allem auch zu dir. Und das ist das, warum ich diese Arbeit so liebe und oder auch warum ich das den Menschen noch näher bringen möchte, weil du hast selber gesagt, du guckst dir eine Pflanze an und es ist so faszinierend. Jede einzelne Pflanze hat fast um die 300 Inhaltsstoffe. Ja, das ist eine Biochemie, die perfekt aufeinander abgestimmt ist und die so viel bewirkt bei dir, weil das Konzept, war da auf deine Frage zurückzukommen, der Unterschied ist, dass die fernöstliche Medizin den Menschen als ganzheitliches Wesen sieht, ja, und nicht nur spezifisch symptomatisch auf die Dinge eingeht, sondern guckt, wo könnten die Ursachen sein, wo sind die Schwachstellen, wie kann ich diese stärken, damit der Körper wieder selbstständig seine eigenen Kräfte heranzieht, ja, die Selbstheilungskraft. Und darum geht's mir in meiner Arbeit, dass du dich autonom machst, dass du dich dass du selbstbestimmt deine Balance verwalten lernst, weil es ist sehr, sehr einfach mit natürlichen Mitteln. Und ich muss dazu sagen, ganz wichtiger Game Changer ist zu verstehen, dass es sanfte Reize braucht, um große Wirkung zu erzielen. Wir versuchen immer mit viel, viel zu heilen, aber in dem Fall ist weniger mehr, weil mein Lehrer hat immer gesagt, kleine Reize, große Wirkung. Die Zelle macht gar nicht auf. Angenommen, du brauchst Salz, ja, Elektrolyte. Wenn du zu viel konsumierst, macht die Zelle zu. Also es braucht immer kleine Reize für eine große Wirkung. Ja, das ist ganz spannend. Und die Pflanzen bieten halt diese sanften Reize, die man natürlich, man muss dazu sagen, eine Tasse Tee alleine bringt's jetzt auch nicht, ja. Man muss schon regelmäßig kontinuitiv was dafür tun, damit die Selbsthandlung aktiviert wird. Also, es ist nicht die Pille, die du einschmeißt und dann ist alles gut. Im Gegenteil, es ist ein richtiger Prozess. Also, oft gehen die Krankheiten auch nochmal zurück, also rückwärts und leben sich aus in dem Moment, wo sie merken, dass sie nicht unterdrückt werden. Ja, sie bäumen sich sozusagen noch mal einmal auf und zeigen sich. Und da kriegen viele Angst. Ja, zum Beispiel, wenn Leute zum Beispiel Naturkosmetik ausprobieren und dann stellen sie fest, nee, aber davon kriege ich sofort Pickel, das kann es nicht sein. Im Gegenteil, der Körper freut sich entgiftet, du kriegst die Pickel, weil das Gift rauskommt. Ja. Oder auch Heilung ist auch nicht immer so einfach, ja. Heilung ist oft mit Kopfschmerzen, mit Verdauungsproblemen, Unwohlsein verbunden. Und das sind wir nicht gewohnt, weil wir an den allopathischen Mitteln gewohnt sind, dass es sofort Schmerzen unterbindet
und sofort auch Cortison zum Beispiel unterbindet ja sofort Hautausschläge, ne? Es geht sofort weg bei den und man denkt so, wow, okay, ich bin geheilt, aber das ist halt nicht die wahre Heilung. Ja. Was ist wahre Heilung? Ja, es gibt ganz viele Arten von Heilung. Symptomatische Heilung hat auch seine Berechtigung. Ich bin froh, dass wir die Schmerzmedizin hier haben, die Chirurgie. Ich will jetzt gar nichts gegen die Schulmedizin sagen. Ich will sie eigentlich nur ergänzen mit meiner Arbeit oder auch noch ein anderes Bewusstsein schaffen, ja. Wahre Heilung ist für mich die erzieherische Heilung beziehungsweise die schöpferische Heilung. Wenn du verstehst, was du tun musst, um zu heilen. Das ist die höchste Kunst, ja. Und niemand kann dich da draußen heilen. Nicht ich, niemand, kein Arzt. Es bist immer nur du, ja. Und du weißt es ja selber von deiner Arbeit, dass das Mindset, die Einstellung, dein Spirit ganz entscheidend ist, ja, für die Heilung. Und aber auch dieser physische Körper, der ja auch eigentlich nicht wirklich physisch ist, sondern auch Energie, braucht auch eine gewisse Energetik, ja. Und darum geht's in meiner Arbeit. Es geht nicht immer nur um gesund, ja, was ist gesund? Das wissen wir alle mittlerweile, sondern es geht darum, welche Wirkweise hat die Nahrung, welche Energetik hat die Nahrung? Ja, hat es eine zusammenziehende Wirkung, eine ausdehnende Wirkung und so, ja. Super spannend. Ich bin jetzt mal so, ich stelle mich mal kurz auf stumpf quasi und sag's, okay, wo fange ich denn da an? Weil ich glaube, wir sind ja so, also jetzt der Otto-Normalverbraucher ist so weit weg von diesem gesunden Zustand, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, wir sind alle total übersäuert. Wir haben ja so viele Symptome, die letztlich darauf zurückschließen lassen, dass unser Lebensstil jetzt nicht der gesündeste ist. Wir sind die ganze Zeit umgeben von Elektro, von WLAN, von allem möglichen Kram, was ja auch die ganze Zeit auf uns wirkt. Wir essen viel zu viel Zucker, Koffein, all diese ganzen Geschichten und werden dazu ja auch die ganze Zeit verleitet. Und wenn ich dann so mich frage, okay, wo fange ich an? Also wo fange ich an, selber auch mein eigener Arzt zu werden? Wo würdest du sagen, was ist so der erste Hebel, den jeder für sich selber vielleicht benutzen kann? Ja, Laura, das ist das komplexeste Thema, was es gibt für mich, ja. Und es ist so umfangreich, dass ich selber auch gar nicht weiß, wo ich jetzt anfangen soll zu antworten. Ich werde darüber auch ein Buch schreiben oder ich bin auch gerade dabei, ja, das Geheimnis der Balance in der Nahrung, weil es so spannend ist. Ich finde es auch so spannend und ich lerne halt auch nie aus. Wo fange ich an? Wichtig ist, dass die meisten Krankheiten einer Yin-Nahrung zugrunde liegen. Also wir ernähren uns mit Vorliebe für eine Nahrung, die einen ausdehnenden Charakter hat, ja. Und dieses Ausdehnen brauchen wir nicht, weil ich muss kurz erstmal das so ein bisschen noch erläutern, ja. Dieses Yin-Yang-Prinzip. Im westlichen Modell sagt man dazu Säure-Basen-Verhältnis. Du hast vollkommen recht. Jeder Krankheit liegt eigentlich so ein Säuremilieu, also so eine Übersäuerung meist zugrunde. Krebs entsteht auch nicht von heute auf morgen, sondern es durchläuft ungefähr 7 Stufen der Übersäuerungsprozess, also eines Übersäuerungsprozesses, ja. Und wenn man den nicht rechtzeitig erkennt, weil man denkt, ich ernähre mich doch gesund, ich esse doch jeden Morgen Müsli und mein Früchtesalat, ja, und Rohkost und so weiter. Es werden so viele Ernährungsfehler gemacht, weil dieses fernöstliche Wissen hier, finde ich, fehlt. Dass Essen eine ausdehnende und eine zusammenziehende Wirkung hat, ja. Und das ist das Yin-Yang-Prinzip aus der fernöstlichen Medizin, mit dem ich mich beschäftige. Und wir haben viel zu viel Yin-Nahrung. Yin ist zum Beispiel Wasser, Früchte, Salate, also das, was auch als gesund gilt, ne? Rohkost und auch grüne Nahrung. Ich will nicht sagen, das ist auch alles super gesund, aber wir müssen das gegensetzen mit Yang. Yang ist zum Beispiel bitter, ja. Das Dependant von süß ist bitter. Und was lieben Bakterien, Viren, Parasiten? Süß, Zucker. Alles wird fast zu Zucker umgewandelt, was wir essen. Fast jedes, also alle Kohlenhydrate, Nudeln, Brot, auch Gemüse hat viel Wasser und viel Zucker, wenn man es mal ganz streng sieht. Und auch Früchte, ja. Man sollte anfangen, ein Gegengewicht dagegen zu halten, in Form eines Tees zum Beispiel, einen bitteren Tee, weil bitter das Dependant setzt, ne? Und damit sich die Waage hält, weißt du, damit Yin und Yang ausgeglichen ist, weil dann sind wir auch wieder, dann kommen wir in Balance und sind gesund. Und ja,
wollte ich denn noch sagen? Also ich arbeite viel mit Bitterpflanzen in Form von Tees. Leider züchtet die Nahrungsindustrie, und das ist jetzt auch keine Verschwörungstheorie, immer mehr und mehr Bitterstoffe aus der Nahrung raus, weil natürlich der Mensch liebt einfach süß. Ne? Die Muttermilch schmeckt schon süß. Süß hat einen sehr beruhigenden Effekt auf uns, und nichts gegen süß. Wir brauchen auch eine gewisse Süße im Leben. Aber wenn der Nahrung diese natürlichen Bitterstoffe rausgezüchtet werden, dann fehlt es an der Stelle halt. Ne? Und die Böden, die liefern auch nicht mehr diese Mineraldichte auf. Und daher sind unsere Lebensmittel auch nicht mehr so ausgeglichen, wie sie mal vielleicht vor 50 oder 100 Jahren waren. Also heute musst du, glaube ich, 3 Äpfel essen, um den Nährwert von einem zu haben, wie vor 50 Jahren. Und deswegen ist es so wichtig, auszugleichen, ne? Zu balancieren. Ja. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen schon mal die Frage. Ja. Ja, total. Also absolut. Über die Ernährung können wir also ganz viel schon mal machen und da sozusagen anfangen, auch diesen Ausgleich zu schaffen und sich darüber bewusst zu werden, dass es nicht nur süß gibt, sondern dass bitter eben auch total wichtig ist. Und ich finde es auch total spannend, weil wenn ich so darüber nachdenke, was ich so Bitteres esse, dann ist es vielleicht manchmal Jigori. Aber Chicorée und Radicchio sind eigentlich die einzigen Sachen, so Rosenkohl. Genau, aber ich müsste jetzt auch wirklich darüber nachdenken, was ist denn bitter? Also, ne, was kann man denn Bitteres essen? Kaffee hat Bitterstoffe, ist aber leider nicht so gesund, weil es halt unsere Nebennierenrinden zu sehr aktiviert, zu viel Stress auslöst durch das Koffein. Radicchio ist meiner Meinung nach noch eines der Lebensmittel, die sehr bitter schmecken. Radicchio, das wissen wir ganz viel. Rote Salat, ne? Und ich habe so einen Tee entwickelt, den nenne ich den Reset-Tee, und der ist sehr bitter. Und wenn du damit deinen Tag startest, hast du sozusagen schon mal eine ganz gute Balance für den Tag, ne? Und damit gleich ich zum Beispiel. Ich bin ja auch ein totaler Genussmensch. Und man muss einfach so Hacks und Tricks wissen für den Alltag, damit du wieder in Balance kommst. Okay, dann lass uns da mal einsteigen in die Hacks und Tricks. Was können wir noch machen? Also, um dein Blut zu neutralisieren, sage ich mal, um die Säuren abzubauen, braucht der Körper Mineralien. Und eine hohe Nährstoffdichte haben zum Beispiel manche Getreidearten, vor allem das Pseudogetreide wie Buchweizen, Hirse, Rundkornreis, das sind meine Top 3, die liefern eine enorm hohe Nährstoffdichte. Und mit dieser Nährstoffdichte kannst du dein Blut ziemlich schnell wieder ins richtige Gleichgewicht bringen. Ne? Das ist so, also dass du zum Beispiel einmal in der Woche, wenn du es ganz radikal machen willst, einen Tag in der Woche nur Buchweizen mit Gomasio isst, ist so ein Reset-Tag. Gomasio ist Sesam, gerösteter Sesam mit Meersalz. Kennst du? Nicht? Nee? Das ist ganz, ganz lecker, und davon kann man auch ganz viel essen, weil das Salz wird durch das Fett ummantelt und geht dadurch der Weg des Salzes direkt in die Zelle rein. Also das ist ein ganz intelligentes Heilmittel auch aus der Makrobiotik, Gomasio. Und man kann damit auch Nierenproblematiken heilen, nur mit Gomasio. Also ja, du kannst dich wirklich mit Essen heilen. Du musst nur wissen, was, wie viel, in welcher Kombi, für welchen Menschen. Das ist die hohe Kunst. Genau. Und wie, also, wenn, ich meine, du, deine Zeit ist ja auch begrenzt, ja? Wo kann man denn hingehen oder wer kann einem dabei auch helfen, dieses Wissen über sich selber herauszufinden? Weil es ist ja so komplex und die wenigsten Menschen haben ja auch die Zeit, sich so im Detail dann vielleicht mit Heilpflanzen auseinanderzusetzen. Also wie können wir da vielleicht auch, wo würdest du empfehlen, wo geht man hin, wenn man da Unterstützung haben möchte? Zu mir zum Beispiel. Ich habe auch überlegt, weil das ist, nicht viele haben dieses Wissen oder beschäftigen sich damit. Ich weiß auch nicht, warum das so wenig vertreten ist. Ich habe diese 4 Heilsäulen der Balance oder 5 Heilsäulen der Balance jetzt entwickelt. Ein Schritteprogramm, wie du schrittweise diese Balance, diese Yang-Lebensmittel sozusagen in dein Leben reinholen kannst, ne? In Form von Heilnahrung, Heilpflanzen, Hacks und Helfer für den Alltag und natürliche Entgiftung. Und natürlich Mental Detox, das ist die 5. Säule, damit dein Gerüst bleibt, damit es statisch ist. Und man kann nicht von heute auf morgen jetzt alles, es ist nicht so einfach, ne? Es ist leichter, langsam sich. Zum Beispiel bringe ich mein
in meinem Programm bei, dass man die Lebensmittel langsam lernt auszutauschen. Dass man anstatt weißen Reis Rundkornreis nimmt, anstatt weißes Salz Himalaya-Salz, anstatt weißen raffinierten Zucker Vollrohrzucker. Ne? Also dass du einfach versuchst, schon mal die Qualität zu verbessern und damit kannst du schon eine Menge machen. Also austauschen statt weglassen ist so mein Motto. Das ist ein Hack. Der andere ist weniger essen, besser kauen, Bitterstoffe mit einbauen, Getreide und Wurzelgemüse vor allem, ja. Du darfst auch nicht vergessen, wir essen nicht nur, um Nährwerte zu bekommen, sondern wir essen auch Struktur und Energie. Ja? Also wenn du ein Korn mahlst und das in die Erde eingräbst, wird nie eine Pflanze draus wachsen. Und der Chemiker würde sagen, es ist genau dasselbe. Ja? Ob du es jetzt gemahlen hast oder als ganzes Korn, ist es doch egal. Die Nährwerte bleiben die gleichen. Das stimmt aber nicht. Wenn du das Korn in die Erde tust, wächst eine schöne Pflanze daraus. Ja, das Leben. Das heißt, wir brauchen Struktur. Und deswegen ist es so wichtig, für uns Sachen zu essen, die unserer Matrix entsprechen. Also genau, es geht immer um die Bioverfügbarkeit. Ja, welches Salz nährt mich am besten? Welcher Zucker? Welches Getreide? Ich persönlich versuche, so viel wie möglich beste Qualität natürlich in mein System zu lassen. Also und es schmeckt ja auch sehr gut, ne? Also man kann sich sehr lecker machen, auch mit gesunden Sachen. Und auch die Makrobiotik, die hat so einen schlechten Ruf. Aber ich mag zum Beispiel, wenn es nach allen Geschmacksrichtungen schmeckt. Süß, salzig, scharf und sauer. Genau, Umami. Ne? Also ich kann mir mit Hand von vielen Soßen und so das sehr, sehr lecker machen. Kann ich nur empfehlen. Der Darm spielt ja in unserer Heilung auch eine riesige Rolle oder in unserer Gesundheit. Also ich glaube, so viele Krankheiten fangen ja im Darm an, kann man wahrscheinlich sogar so sagen, oder? Genau. Der Darm stellt sozusagen unser Immunsystem dar. Ne? Je nachdem, wie du da aufgestellt bist, ist auch deine Psyche. Also je besser deine Darmflora, deine Darmgesundheit, desto wohler fühlst du dich auch in deiner Haut. Ne? Also das ist die Basis. Und da setze ich halt auch an. Und deswegen ist Nahrung halt auch, du bist, was du isst und trinkst. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Es geht auch um die Flüssignahrung. Ne? Was nehme ich den ganzen Tag zu mir? Und was kann man denn dem Darm Gutes tun? Also wenn man jetzt, ich sage mal, so, ich bin der totale Otto-Normalverbraucher. Ich esse jetzt mal, ich sage mal, ganz normal, wie man halt so isst. Ne? Ich esse irgendwie Weißbrot oder normales Brot. Ich esse vielleicht im Idealfall schon vegan. Aber was kann ich vielleicht darüber hinaus, was würdest du sagen, sind so die ersten drei Dinge, die jeder umsetzen kann, um seinem Darm etwas Gutes zu tun? Gute Frage. Was kann man als... Ich würde wirklich anfangen, Tees zu trinken von Heilpflanzen, von bitteren Pflanzen. Das wäre so das Erste, weil die Bitterstoffe die schlechten Darmbakterien schon mal sozusagen killen, ja? Und dann auch von innen heraus du dich neu aufstellst. Also du kannst diese Jipa, die wir so haben auf süß zum Beispiel, ist es besser von innen zu korrigieren, als von außen sich das jetzt aufzuerlegen, ne? Zu sagen, nee, ab heute esse ich keine Schokolade mehr. Das ist total schwierig. Trinkst du aber 3 Tage zum Beispiel einen sehr bitteren Tee, dann verlierst du so automatisch die Lust, ne? Weil die Darmbakterien bestimmen am Ende, worauf du Lust hast. Wir denken, wir sind so selbstbestimmt und wir entscheiden, was wir essen, aber es sind zum größten Teil die Darmbakterien, ja? Also das ist auch total spannend, sich damit näher zu beschäftigen. Und deswegen habe ich da auch so einen Tee entwickelt, der halt zum einen ist es eine Parasitenkur, zum anderen hat der adaptogene Pflanzen, die dein Nervensystem regulieren. Ja, das ist für mich auch die Zukunft, adaptogene Pflanzen und nicht mehr das Koffein. Und die Bitterstoffe natürlich. Genau, also der Otto-Normalverbraucher, was kann er machen? Ja, das Austauschsystem machen, wirklich weg von geblichenen Industrienahrung hin zur lebendiger Nahrung. Also ich würde wirklich Sachen nur noch einkaufen, die Natur hervorgebracht hat, weil das entspricht unserer Matrix. Ganz einfach lebendige Nahrung kaufen. Also nichts Verpacktes quasi? Oder was verstehst du unter lebendiger Nahrung? Je mehr Nahrung verarbeitet worden ist, desto weniger Energie enthält sie am Ende, desto unlebendiger ist sie. Also deswegen... ja, so versuche ich das meiner 4-Jährigen auch zu erklären. Guck mal, die Gummibärchen, die wachsen nicht auf dem Baum.
Aber ja, aber das, was halt in der Natur wächst, man kann so eine Regel aufstellen, das, was in der unmittelbaren Umgebung zu der jeweiligen Jahreszeit wächst, wenn du das isst, bist du schon mal super gut aufgestellt. Das ist vielleicht die erste Regel. Genau dann, warme Nahrung ist tatsächlich für die meisten Menschen viel besser verwertbar als Rohkost. Die meisten haben gar nicht die Kraft, den Rohkost wirklich richtig aufzuspalten, ja. Und dann haben sie Blähung oder es kostet sie mehr Energie, als es ihnen Energie gibt. Das wäre Punkt 2. Und Punkt 3 wäre auch ganz wichtig für den Kaffeetrinker, der morgens Weißbrot mit Marmelade und Butter isst, dass er aufhört mit süß am Morgen. Weil der erste Eindruck morgens sollte salzig sein, damit deine Magensäfte überhaupt produziert werden können. Also die Salzsäure im Magen. Da ist ja ein sehr saures Milieu, damit Nahrung auch wirklich aufgespalten werden kann und aufgenommen werden kann. Da muss es sauer sein. Und diese Süße stoppt das sozusagen. Und dann bleibt die Nahrung im Laufe des Tages liegen, gärt und bläht. Und wir wundern uns, manche kriegen sogar Bauchschmerzen, ne? Das ist immer ein Zeichen, dass du nicht genügend Magensäfte zur Verfügung hast. Ah, ich habe noch einen tollen Hack, ja? Sole. Ich weiß nicht, kennst du Sole zufällig? Du musst unbedingt mal wieder zu mir kommen. Sole ist so einfach und es ist ein Allheilmittel, ja. Sole ist Himalaya-Salz in gutem Quellwasser 6 Stunden eingelegt. Das geht eine Verbindung ein, die nennt sich Sole. Das ist, und die ist gesättigt. Also nach 6 Stunden ist diese Sole eine Flüssigkeit, die unseren Blutsalzen sehr ähnelt. Und wenn du morgens einen Teelöffel mit bisschen Wasser als erstes trinkst, dann bist du mega gut auch mit 84 Mineralien ausgestattet. Und es sind genau die gleichen Mineralien, die unser Blut auch hat. Unsere Tränen, unser Blut schmeckt ja auch salzig, ne? Oder wenn du einen Unfall hast, kriegst du gleich so eine Kochsalzlösung. Das heißt, wir brauchen diese guten Salze. Und das ist... Sag nochmal, also du machst quasi, du nimmst... kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie viel und dann morgens was genau? Kaufst dir im Bioladen Himalaya-Salzkristalle, am besten in Brocken, wenn du das findest, weil da ist noch eine andere Struktur enthalten, als wenn es klein gemahlen ist. Dann legst du sie in gefiltertem, guten Quellwasser an, ja, also entweder hast du gefiltertes Wasser zu Hause oder du kannst dir Lauretana, finde ich eines der besten Wasser im Bioladen, und legst das für 6 Stunden, muss es also für 6 Stunden, nach 6 Stunden ist es fertig und es bleibt zusammen. Wie viel Salz nehme ich? Ist eigentlich egal, mach genügend, weil der Rest bleibt stehen. Das löst sich nicht weiter auf, wenn es gesättigt ist. Das Wasser holt sich, was es braucht, und der Rest bleibt bestehen. Und dann füllst du es immer wieder mit, ich habe so ein Wegglas und da sind meine Sole-Kristalle drin. Und dann gieße ich immer wieder Wasser rauf, bis sich das aufgelöst hat. Und wenn es leer ist, tue ich wieder nachfüllen. Ach. Und das ist so das schönste Nahrungsergänzungsmittel. Es kostet fast nichts. Du kannst es jeden Tag nehmen und es gibt dir die Elektrizität. Auch jetzt für dich in der Schwangerschaft ist total wichtig, dass du dich mit diesen Elektrolyten, mit Mineralien, ne, nährst einfach. Genau. Und dann nehme ich morgens quasi, was hast du gesagt, einen Löffel von dem Wasser und mache das nochmal in ein normales Glas Wasser und das trinke ich dann. Ein Teelöffel, ich nehme auch gerne manchmal einen Esslöffel und mische das mit ein bisschen Wasser. Nicht zu verdünnt, weil ein bisschen konzentriert. Ne? Und du wirst merken... Wie so ein Shot. Wie so ein Shot, genau. Und dann merkt man auch nach einer halben Stunde, dass man Appetit bekommt. Und Appetit ist ja ein Zeichen, dass du ready für Essen bist. Ja, Appetit ist so wichtig. Die meisten essen, weil sie Hunger haben, aber nicht Appetit. Also Appetit ist auch das Zeichen, dass dein Körper bereit ist, dein Essen auch wirklich gut zu verdauen. Spannend. Das ist ja, mega cool. Und ganz kurz nochmal zu dem Tee, den kann man bei dir wahrscheinlich bestellen, ne? Also für alle, die... Nee, ich darf als Heilpraktikerin darf ich keine Tees verkaufen, sonst würde man mir unterstellen, dass ich damit jetzt nur Profit machen will. Ich verschreibe das Rezept. Und das kann man in meinem Programm dann von der Apotheke zugeschickt bekommen. Okay. Also das gibt's innerhalb meines Programmes. Also ich habe, weil das Thema so komplex ist, jetzt auch wirklich dieses 4-5-Schritte-Heilverfahren ausgearbeitet mit meiner Geschäftspartnerin Susanne Sitte von Spread On, würde ich auch gerne hier an der Stelle erwähnen, die mich super unterstützt, mit mir zusammen Programme zu erstellen, um den Menschen wirklich zu helfen, auch mit
Naturmedizin zu heilen. Ja, das ist meine Mission, dass es halt auch möglich ist, nicht nur mit Chemie, sondern mit Phyto. Ja, Phyto statt Chemo ist auch so ein Motto. Und damit kannst du enorm viel erreichen, wenn du dran bleibst. Ne? Also du musst schon regelmäßig die Reize zuführen. Ja. Ich weiß noch, als ich bei dir war, ich meine mich daran zu erinnern, dass du hast auch einen etwas anderen Blickwinkel auf Wasser trinken. Also ich meine mich daran zu erinnern, dass es gibt ja so ein bisschen so dieses Trink mindestens 3 Liter Wasser am Tag. Ich meine mich zu erinnern, du hast damals was anderes zu mir gesagt. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, natürlich. Es ist so ein bisschen, ja, traue mich immer gar nicht so viel darüber zu reden, weil uns wurde ja beigebracht, viel zu trinken. Das ist ja auch an sich richtig. Wenn man sich nicht gut ernährt, sage ich mal, oder guck mal, wenn man Cola trinkt oder viel Kaffee trinkt oder viel zuckerhaltige Sachen isst, dann braucht der Körper, das zieht ja alles Wasser, dann braucht der Körper mehr Wasser. Im Sommer braucht der Körper auch mehr Wasser. Man muss immer gucken, unter welchen Bedingungen steht der Mensch. An sich, wenn der Mensch sich naturbelassen und gesund oder im guten Verhältnis nährt, braucht er nicht so viel Wasser, weil Wasser verdünnt A, die Verdauungssäfte. Ja, viele trinken viel zu viel beim Essen und machen ihre Magensäfte zu dünn und dann können die Nährstoffe gar nicht richtig ins Blut übergehen. Oder Wasser ist halt auch Yin. Wir bestehen zu 70% aus Wasser und ja, das ist so auch ein ganz interessantes Thema. Warte mal, wie kann ich das jetzt richtig rüberbringen, dass es nicht falsch verstanden wird? Ich sag mal so, wenn eine Wohnung sauber ist, dann reicht manchmal, wenn du mit einem Lappen drüber gehst. Ja, wenn sie sehr verschmutzt ist, brauchst du halt mehr Wasser. Genau. Okay. Oder wenn du eine Pflanze zu viel gießt, ja, dann schimmelt die Erde. Also wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht überwässern, weil wir zum Beispiel Sebastian Kneipp, der Wasserguru Europas, der hat in seinem Buch So sollt ihr leben auch geschrieben, er selber benutze nur morgens ganz wenig, paar Schlückchen Wasser und den Rest nimmt er über die Nahrung zu sich, über Suppen, Getreide, Gemüse, Früchte. Also nicht zu konzentriert. Aber er ist wahrscheinlich auch dafür gesund, ne? Spannend. Also ja. Da geht es wahrscheinlich auch darum, so ein bisschen für sich selber zu gucken, was brauche ich gerade eigentlich wirklich, ne? Genau. Ja, ja. Super spannend. Wenn wir nochmal über Pflanzenheilung sprechen, hast du so deine, weil ich würde es gerne so ein bisschen einmal darstellen, also auch die Kraft der Pflanzen und diese Weisheit der Pflanzen. Hast du so, was sind so deine Top 3 oder Top 5 Heilpflanzen, wo du einfach sagst, boah, als ich mich mit dieser Pflanze beschäftigt habe, das war so unglaublich, was ich da gelernt habe oder welche Potenz diese Pflanze hat? Ich guck gerade in meinen Schrank rein, da sind ganz viele, meine Freunde nenne ich sie, ne, meine Heilpflanzen und auch die Superfoods sind auch Helfer. Du, das ist so schwer zu beantworten, weil ich wirklich immer jede Pflanze, die ich im Unterricht durchgenommen habe, habe ich auch sofort ausprobiert und ich war bei jeder so begeistert. Ob es das Island Moos, kann ich vielleicht mal erwähnen. Island Moos kennt man jetzt auch nicht so. Das ist eine Flechte. Eigentlich die Pflanze, die es geschafft hat vom Meer aufs Land. Also das ist die Pionierpflanze schlechthin. Und die hat ganz viel, die hat sowas Algenartiges, ne, eine Flechte halt. Und die hat Jodanteile. Und durch das Jod, ich hatte meine Schilddrüsenunterfunktion und habe mich mit dieser Pflanze, aber nicht nur mit dieser Pflanze, jetzt reicht jetzt nicht nur das alleine, aber mit dieser Pflanze im Tee zusammen konnte ich meine Schilddrüse stimulieren, sodass sie wieder von alleine ihre Hormone produzieren konnte. Und sie hat auch tolle Schleimstoffe. Schleimstoffe ist auch so ein spannendes Thema, weil ich therapiere im Grunde fast immer die Krankheiten mit Schleimstoffen und mit Bitterstoffen. Ne? Schleimstoffe regenerieren deine Schleimhäute und die sind sozusagen für mich die Basis von Gesundheit, dein Immunsystem. Also wenn die angegriffen sind, oder wenn die beschützt sind, dann kann nichts eindringen. Kein Parasit, kein Virus, keine Bakterien, weil du dann den richtigen pH-Wert im Blut hast, weil du dann geschützt bist, ne? Und das ist so ein ganz sanfter, ganz feiner Schutzfilm. Und der ist bei den meisten abgetragen. Das habe ich in meiner Praxis durch die Harndiagnostik gesehen, dass die meisten, auch schon Kinder, gereizte Schleimhäute haben und dann wird das die ganze Zeit verstärkt mit Süßen, ne? Und je mehr du Süßes zu dir nimmst, desto schlimmer wird's eigentlich. Auch die Nerven werden davon angegriffen.
Das ist so spannend. Ich, ja, das ist so spannend. Ich hätte auch noch ein Leben, wo ich das alles lernen könnte. Ich finde das so spannend. Das ist so toll. Laura, ich mache eine Ausbildung für Ärzte, Therapeuten und Heilpraktiker, die dann praktisch mein 5-Stufen-Heilsystem übernehmen können. Also es ist geplant im Herbst, weil das wirklich so, ich habe wirklich so tolle Heilerfolge mit Hilfe der Naturheilkunde gemacht und das muss einfach raus. Ja, das müssen die Leute wissen. Dass man mir wurde gesagt, ich muss ein Leben lang Hormone nehmen, ja, und musste ich nicht. Und 50 andere, denen ich das erzählt habe, wie es geht, mussten es auch nicht mehr, weißt du? Und deswegen, ja. Ja, unbedingt. Gibt es noch irgendeine andere Pflanze? Ja. Also eine Pflanze, die Pflanzen, die in deiner unmittelbaren Umgebung wachsen, sind oft die, die den Menschen auch helfen. Das ist auch vielleicht ein guter Tipp. Ganz wichtig für Übersäuerung ist die Brennnessel. Die Brennnessel ist eines der besten Entsäuerungspflanzen, die wir haben. Ja, damit kannst du dein Blut und es erdet dich. Es hat viel Eisen, auch jetzt gerade für dich, ne? Eisen ist wichtig. Und um die Erdung nicht zu verlieren, ist Brennnessel super schön. Engelwurz ist auch eine Pflanze, die sehr viel Phosphor enthält und sie leuchtet im Dunkeln. Sie gibt dir wieder Strahlenergie. Ja, Menschen, die ich gehöre auch dazu, ich kann sehr viel strahlen, dann bin ich aber auch wieder erschöpft und muss mich wieder regenerieren und aufbauen. Und die Engelwurz ist eine Schutzpflanze, die uns ganz viel Kraft und Licht spendet. Genauso wie Safran, wie Rose. Ich liebe alle Pflanzen. Ich weiß gar nicht, welche ich hervorheben soll, aber auch die Kamille ist wunderbar. Wir unterschätzen die Heilkraft der Kamille. Kamille ist bei Herzschmerz total schön. Ist eine adaptogene Pflanze und die wirkt ganz tief. Also der Kamille habe ich gemerkt bei Carlo, als er seine Zähne bekommen hat. Ja. Da weiß ich noch, da habe ich ihm so eine Kamillensalbe gegeben. Das war einfach so ein Kamillenkonzentrat als Salbe, so ein Gel. Und das hat Wunder gewirkt, wirklich. Das war so toll. Da innerhalb von 2 Stunden war er einfach so. Und da ist nur Kamille drin, aber halt so wirklich hochkonzentriert quasi. Ne? Ja. So, fand ich total faszinierend. Ich arbeite ja auch total viel bei ihm mit Globuli und so. Das funktioniert, also auch bei mir, ja. Das funktioniert so toll, dass ja letztlich auch basieren quasi auf der Naturheilkunde. Genau. So spannend. Wenn du jetzt, du hast vorhin gesagt, die 5. Säule ist auch das ganze Mentale. Und ich meine, ich nehme mich da jetzt mal wirklich voll mit rein. Ja? Ich finde es manchmal so schwierig, diese Kontinuität irgendwo reinzubringen. Gerade wenn du irgendwie vielleicht einen stressigen Alltag hast, du hast eh schon viel zu tun und dann schnappst du dir halt schnell irgendwie den, keine Ahnung, irgendeinen Riegel, jetzt nicht einen Schokoriegel, aber es gibt ja mittlerweile genug auch andere Riegel, die gesund scheinen, ja, und isst halt lieber schnell den Riegel, als dir irgendwie selber was Gesundes zu kochen. Oder auch einfach diese Kontinuität, jeden Tag, jeden Morgen dann diesen Bittertee zu trinken. Wie kommen wir, du hast am Anfang so schön gesagt, dass dein Vater zu dir auch gesagt hat, so werde dein eigener Arzt. Also ne, das Ziel sollte sein, dass du dein eigener Arzt sein kannst. Was ich total schön finde. Und ich finde es auch wirklich eine Herausforderung, weil wir können, es gibt ja diesen Quick Fix, ne, dass man irgendwie sagt, okay, jetzt heute esse ich halt schnell mein Schokomüsli oder mach irgendwie. Also wie kommen wir da auch mehr so in diese Selbstverantwortung zu sagen, hey, das ist so wichtig, das ist so elementar wichtig. Wie, also weißt du, was ich meine? Wie kann man da? Was du meinst, das ist ja voll mein Thema, das ist es. Mit diesen kleinen Hacks und Tricks vor allem, ne? Zum Beispiel Zeolit. Ich weiß nicht, ob du Zeolit kennst. Das ist ein Vulkanmineral und es bindet auch Schimmelpilze, Schwermetalle. Und ich meine, wie leicht ist es morgens Sole vielleicht noch mit einem Teelöffel Zeolit gemischt zu trinken? Und damit räumst du schon mal dein Haus im Innern auf. Und ich sag dir, wenn du richtig aufgestellt bist, verlangt dein Körper auch nach der in Anführungszeichen guten Nahrung, ja. Das ist wie also, mit Sport wahrscheinlich. Ne? Wenn man erstmal wieder angefangen hat, Sport zu machen, ist der Körper so, mach Sport, weil es dann wieder so schön ist. Ne? Genau. Das ist eigentlich, dass du deine Helfer kennst. Du musst wissen, wie kannst du dich schnell in deinen Gesundheitsplus bringen. Und das nenne ich Helfer. Ne? Und ich habe zum Beispiel, wenn ich abends zum Beispiel Mousse au Chocolat oder dies oder das gegessen habe und ein bisschen über die Stränge oder viel über die Stränge geschlagen habe, dann weiß ich, dann trinke ich morgens den Reset-Tee, also diesen Bittertee, ne? Und der gleicht das dann zumindest ein bisschen schon mal aus. Also ich versuche immer, oder ich esse eine Sache am Tag,
die dem entgegenwirkt, weil nur mit dieser Yin-Nahrung ist es, es gibt dir nicht so, es gibt dir mehr darauf zu achten, als es nicht zu tun. Also das Thema ist auch Diätetik, Lebensweise und so viel wie möglich an guten Helfern in deinem Leben zu haben, ja, in Form von Gedanken, in Form von Büchern, Menschen, oder auch diesen sogenannten Helfern. Zum Beispiel mache ich meiner Tochter oder auch mir dann Rohkakao mit Wildheidelbeerextrakt. Also ich mache es mir auch süß und lecker, ne? Oder wenn ich merke, sie hat Eisenmangel, dann dann mixe ich dann heimlich so ein paar Sachen einfach in ihre Getreidemilch rein. Spirulina oder zur Hälfte kriegt sie sowieso immer Individualtee und die Hälfte mische ich mit Getreidemilch. Und so halte ich zum Beispiel bei ihr den Gesundheitsstand einigermaßen stabil, weil Kinder kann man ja nicht zwingen, ne? Jetzt nimm mal dies, nimm mal das, trink mal den bitteren Tee, das machen die nicht. Und deswegen mit Sango-Korallenpulver, das ist auch was Schönes, ne? Da kannst du auch von außen halt du kannst halt mit Superfoods viel machen, denke ich. Wenn du das damit kochst und das einbaust in deine Nahrung und halt auch diese Bitterstoffe lieben lernst, ja. Also Bitterschokolade war früher zum Beispiel für mich so nicht so toll und jetzt liebe ich es, ja. Ich liebe das auch, das liebe ich auch. Und so wird es auch mit deinem Tee sein. Die meisten, die bei mir phytotherapeutisch in Behandlung sind, die wollen, mach den doch mal ein bisschen bitterer und der war mir nicht bitter genug und ich brauchte es voll und der war so lasch. Ja, also die werden richtig, man wird richtig süchtig danach, ja. Das ist alles nur eine Frage der Gewohnheit. Ja, deswegen kleine Reize jeden Tag, so eine gute Tasse Tee oder zwei Tassen Tee machen schon eine Menge aus. Spannend. Du hast vorhin noch einen Begriff genannt, und zwar hast du über Harndiagnostik gesprochen. Ach ja. Und das fand ich eben auch so spannend bei dir. Vielleicht kannst du da noch mal was drüber erzählen, weil ich fand, das war so krass, als ich dann zugeguckt habe, wie du da diese Röhrchen irgendwie, und dann hat alles eine andere Farbe bekommen, keine Ahnung. Aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen professioneller erklären als ich. Die Harndiagnostik ist von der Harnschau. Früher gab es Ärzte, die haben sich den Urin angeschaut, ne? Oder wir müssen es weiter ausholen, wenn dein Blut übersäuert ist zum Beispiel, dann, also oder zu viel Zucker hat, dann kommen auch die Bienen, ne? Die würden sich darauf setzen oder die Wespen. Also es ist ganz spannend. Der Urin ist halt das unmittelbarste Produkt deiner Körperflüssigkeiten, ne? Also das ist das Resultat und daraus kann man eine Menge leiten. Die Ärzte machen ja auch die Urinsticks. Und früher, das kommt aus der Schulmedizin, wurde auch die Harndiagnostik gemacht. Und ich habe das nach meiner Ausbildung zur Heilpraktikerin, habe ich jemanden kennengelernt, dessen Familie das seit Hunderten von Jahren macht. Erst Harnschau und dann Harndiagnostik. Und das heißt, die nehmen den Urin von ihren Patienten und untersuchen den mit verschiedenen Chemikalien und untersuchen damit die Vitalfunktion der einzelnen Organe, wie die gerade arbeiten. Und dabei geht es um Insuffizienzen, um Schwachstellen. Es geht nicht darum, jetzt Krankheiten rauszufinden, obwohl man das auch machen kann. Es gibt wirklich, der Urgroßvater konnte sogar Krebs erkennen im Urin oder ob die Frau schwanger ist oder nicht. Also unglaublich. Auch allein von der Farbe und der Konsistenz kannst du eine Menge erkennen, ob du zum Beispiel Candida-Belastung hast und so weiter. Ich habe das einfach als Ergänzung, als diagnostisches Ergänzungsmittel in die Praxis mit aufgenommen, weil ich das spannend fand und habe dann in den letzten 10 Jahren erkannt, dass wirklich fast jeder gereizte Schleimhäute hat und habe mir dadurch so viel selbst erklärt, ne? Und habe dann, genau. Spannend. Das heißt, welche Organe kannst du dir anschauen über das Urin? Die Niere, den Darm, die Darmschleimhaut, die Leber, die Galle und den Pankreas. Und das ist ein Früherkennungssystem. Du kannst praktisch schon erkennen, wenn eine Leber nicht mehr richtig funktioniert, kannst du den Menschen schon warnen, weil im Blutbild siehst du es meist erst zum sehr späten Zeitpunkt. Also wenn man sagt, wenn die Hälfte der Leber schon kaputt ist, siehst du es erst so ungefähr. Und das ist ein Früherkennungssystem, was auch aus der Schulmedizin kommt. Und das Schöne ist, es kostet fast nichts, man muss niemand pieksen, es ist schnell durchführbar, aber leider wird es nicht mehr so gemacht. Das ist leider am Aussterben und ich bin ganz froh, dass ich das, auch die Iris-Diagnostik, ne, mache ich ja auch. Also für mich war immer... Kannst du darüber auch noch was erzählen? Die Iris, ich mache das gerade alles nicht, weil ich ja gerade nicht in der Praxis arbeite, sondern viel online. Aber
Die Iris-Diagnostik ist auch mega toll, um zu erkennen, wo kommt der Mensch gerade her? Was hat er für vererbte Veranlagung mitgebracht? Was hat er vielleicht sich im Leben erworben? Du siehst, ob der Mensch angespannt ist, oft, ob er seine Muskeln viel hält, ob er übersäuert ist chronisch, ob er eine warme Nahrung besser aufspalten kann als Rohkost. Siehst du alles in der Iris? Ja, ich kann auch sehen, wie fein gestrickt der Mensch ist. Und je feiner der gestrickt ist, desto mehr braucht er natürlich auch Schutz. Ja? Oder zum Beispiel ein fein blauäugiger Mensch mit fein Fibrillen, da passt dann die Melisse, weil die Melisse ist auch eine blaue, sehr fein strukturierte Pflanze. Und wenn du dann die Pflanze findest, so wie so ein homöopathisches Mittel, kannst du auch in der Pflanzenwelt deine Pflanzen finden und die dann als Helfer immer haben, wenn es dir schlecht geht, ja? Toll. Toll. Genau. Ja. Wie finde ich meine Pflanzen quasi? Über die Iris zum Beispiel, die Iris-Diagnostik oder? Über die Iris-Diagnostik, aber auch von deiner Intuition her, ne? Du kannst auch selber schauen, wie fühle ich mich nach einer Tasse Tee? Also, du kennst ja wahrscheinlich der Trend der Kakaozeremonie gerade, ne? Weil Kakao ist eine wunderschöne Pflanze, aber ganz ehrlich, dasselbe könnte man mit einem Rosentee machen oder mit Kurkuma-Tee oder mit Safran. Safran ist auch ein mega Aphrodisiakum. Du kannst es auch mit Bittertee machen. Was macht, also dass du dich hinsetzt und guckst und fühlst, was machen gerade diese 300 Inhaltsstoffe in meinem Körper, ja? Finde ich auch, also so eine Art Tee-Meditation und dann einfach rausfinden, wie fühle ich mich mit dem Tee. Du wirst es auch fühlen und intuitiv, auch vor meiner Ausbildung, habe ich eine Zeit lang, hatte ich so ein Bedürfnis nach Lavendel in der Zeit, wo ich mega viel Stress hatte. Da hat es mich zum Lavendel hingezogen, dann eine Zeit lang zum Salbei. Und wenn ich jetzt mit meiner Kenntnis das betrachte, waren das genau die Pflanzen, die mir damals auch gut getan haben. Also ich glaube, dass der Mensch intuitiv und vor allem du auch als Schwangere gerade, du bist verbunden mit dem puren Leben. Du weißt, was dir gut tut, ja? Und auch wenn du Dinge nicht richtig machst, sich nicht verrückt zu machen, sondern einfach dann immer wieder dieses Yang-Prinzip in sein Leben einzubauen. Und ich arbeite daran, dass dieses Yang-Prinzip übersetzt wird, dass dann noch mehr Wissen drüber rauskommt. Ja, was ist das alles? Weil das kann man leider nicht in einer Stunde alles so schnell erklären. Das ist eine Philosophie, die dahinter steckt. Ja, logisch, du bist ja ein lebendes Lexikon. Also, da ist ja so viel Wissen dahinter. Das ist ja auch so. Ja, das ist das Krasse, ne? Das ist so, es gibt ja auch so viele Pflanzen. Das ist ja, da kommt man ja wahrscheinlich von einer zur nächsten und denkt sich so, wow, super schön. Würde? Es hört nicht auf. Das ist das Schöne in meinem Beruf. Ich werde nie aufhören zu lernen. Ich habe mir jetzt gerade von Gerd Madaus, gibt es so Fachliteratur zum Thema Heilmittel, natürliche biologische Heilmittel. Das sind so, soll ich es mal kurz zeigen? Warte mal. Das sind drei. Ich habe, als ich meine Ausguck mache, drei von diesen Kloppern. Ich habe sie mir endlich gegönnt. Das sind richtige Schätze. Und ich habe wirklich geweint, als ich die aufgeschlagen habe und gelesen habe, weil ich bin wirklich glücklich, dass wir so eine Schätze haben und und ich würde gerne darauf mehr zurückgreifen, dass das Bewusstsein wächst dafür, weißt du? Dass es irgendwann Heilkliniken gibt, ist meine große Vision, wo man mit natürlicher Medizin auch schwerwiegende Krankheiten heilt. Ja. So schön. Wie würdest du sagen, welche Rolle spielt auch grundsätzlich unsere Verbindung zur Natur? Also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen auch krank werden, weil wir einfach diese Verbindung zur Natur komplett verloren haben. Und wir leben in der Stadt, ne? Es ist irgendwie nur Beton, wir haben überhaupt gar keine Nähe zu der Natur und dadurch eben ja auch überhaupt nicht mehr zu uns selbst, weil du hast es ja am Anfang auch schon so schön gesagt, wir sind ein Teil der Natur. Wir sind ja nicht extern von der Natur, sondern wir gehören absolut dazu. Und was würdest du sagen, inwiefern kann man da vielleicht auch durch Spaziergänge oder sich einfach diesen Raum zu nehmen, auch bewusst in der Natur zu sein. Machst du das bei dir auch? Oder? Gestern habe ich mich zum Beispiel auch als Vorbereitung auch für unser Interview mich wieder verbunden mit einem Spaziergang im Wald. Und es hat mir so gut getan, die Sonne untergehen zu sehen und auch die Erde unter mir zu spüren und diese, wie du schon sagst, diese Verbindung zur Natur wieder zu fühlen, weil
Das ist, wo wir herkommen. Und je mehr du dich wieder an dem Rhythmus der Natur orientierst, mit der Sonne aufstehst, mit der Sonne schlafen gehst, das ist, was in der unmittelbaren Umgebung wächst, ja. Die Pflanzen trinkst, die gerade blühen, dann ist dein Immunsystem immer ganz gut, dann bist du stabilisiert, ne? Du kannst so viel tun. Und ich versuche in meinem Leben so viel wie möglich an Naturmaterialien in meiner Wohnung zu haben. Also ich liebe Holz, ich liebe Keramik, ne? Einfach lebendige Matrix um mich irgendwie. Verstehst du, was ich meine? Also so viel wie möglich, weg von der Künstlichkeit und einfach sich darüber bewusst zu werden, dass wir das nicht vergessen. Ne? Ich glaube, deswegen liebe ich es auch so sehr auf Maui, weil da sind halt alle Häuser, alles ist so, das ist halt wirklich aus der direkten Umgebung. Da ist halt, da hast du kaum irgendwie Plastik oder irgendwas im Haus, sondern es ist halt alles immer Holz. Es ist sehr durchlässig im positiven Sinne, ne? Weil du brauchst keine dicken Mauern oder so, sondern es ist halt so, und deswegen, ich glaube, das ist da jetzt so drinnen wie gleich draußen irgendwie, ne? Da ist so kaum, ja. Nee, ich erde mich immer, zum Beispiel so ein Waldspaziergang, und dann fühle ich mich einfach total geerdet, ne? Oder auch die Sonne gibt mir super viel Kraft. Also, und wenn ich in der Natur bin, dann bin ich einfach so beseelt oder ich empfinde auch so eine Demut oder Freude, so Glücksgefühle einfach. Meine Glücksgefühle sind immer, wenn ich in der Natur bin, ne? Oder wenn ich mich mit Natur speise. Also diese Pflanzen als Tee, die machen mich auch in meinem Stadtalltag auch schon sehr glücklich, muss ich sagen. Inside out, ja, also von außen nach innen und von innen nach außen. Das ist wie so ein Kreislauf, ne? Und je mehr du dich nährst mit natürlichen Mitteln, desto besser bist du auch im Einklang mit der Natur, mit dir. Superschön. Ich habe ja im Podcast immer zwei Fragen, die ich quasi all meinen Gästen stelle. Die erste Frage ist, was bedeutet für dich Spiritualität? Oh wow, okay. Ja, die Verbindung zu dir und damit auch zu dem Ganzen da draußen, ne? Also dieses All-Eins-Sein. Und das zu fühlen und da immer mehr und mehr hinzukommen, also vom Kopf ins Herz und vom Denken ins Fühlen, ja, das ist so der Weg für mich und woran ich mich auch immer wieder erinnern möchte, weil ganz oft bin ich auch draußen, ja, um wieder reinzukommen, oder ich bin zu viel in der Außenwelt verhaftet, dass ich immer wieder Rückzüge suche, um mich wieder mit mir zu verbinden, weil dann geht's mir am besten. Genau, das ist Spiritualität für mich. Und wenn du dir vorstellst, du lebst jetzt ein ganz erfülltes, langes Leben. Ja, du bist ganz alt, du bist so eine richtig süße Heilpflanzen-Omi. Irgendwann. Bist du ganz, ganz... Wie bitte? Eiluk, hast du nicht Kräuterhexe gesagt? Das mag ich immer nicht so. Nein, um Gottes Willen, im Gegenteil, sondern ich sehe dich so richtig so mit so einem riesen, in so einer riesen Pflanzenbibliothek, wo du so all diese Sachen hast und dir geht's total gut, du hast total das erfüllte Leben, du hast ganz, ganz vielen Menschen dabei geholfen, auch mehr in Kontakt zu kommen mit der Pflanzenheilkunde, mit ihrem eigenen Arzt sein, Ärztin sein. Und dann würde ich zu dir kommen, es wäre der letzte Tag von deinem Leben, und ich würde aber zu dir sagen, Susanne, es tut mir so leid, es gab ein technisches Problem, es wurde alles gelöscht, deine Bücher sind weg, deine Kurse sind weg, es ist alles weg, aber ich habe hier ein weißes Blatt Papier und einen Stift, und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier 3 Weisheiten schreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass sie von dir erinnert werden, 3 Dinge, die du den Menschen mit auf den Weg geben würdest. Was würdest du auf dieses weiße Blatt Papier schreiben? Ja, dass es nichts Schöneres im Leben gibt als ein selbstbestimmtes, schöpferisches Leben, ja? Und dieses selbstbestimmte, schöpferische Leben zu leben, musst du deine Gaben finden und sie zu deinen Aufgaben machen. In dem Moment, wo du deine Aufgabe lebst, hast du ein erfülltes Leben, ja? Und um das zu finden, wenn du es noch nicht gefunden hast, hilft halt das Bewusstsein, ja? Also ich finde, Bewusstsein ist für mich das Wichtigste, also es kommt mit Achtsamkeit auch einher, ne? Achtsamkeit und Bewusstsein. Und es ist nicht mehr Sein oder Nichtsein, sag ich mal, sondern Bewusstsein oder Nichtbewusstsein. Und dieses Bewusstsein trägt dazu bei, dass du andere Perspektiven wechseln kannst und einfach wirklich
rausfindest, ja, wer bin ich und was brauche ich in diesem Leben? Und dass auch diese Selbstverantwortung, dass du guckst, wie kann ich mich am besten unterstützen, ist, glaube ich, ein super Beitrag für den Weltfrieden. Also jeder sollte sich um sich selber erstmal kümmern, ja, und dann rausgehen in die Welt. Ja. Ich weiß nicht. Ja, das war's eigentlich. So schön. Und natürlich seid lieb zueinander, ne? Es ist Liebe. Liebe ist das Einzige, was wirklich uns immer verbindet. Und ja. Wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte unbedingt mehr über deine Arbeit erfahren, ich möchte gerne ja, mehr über die Kraft der Heilpflanzen lernen, wie kommt man am besten mit dir in Kontakt? Einmal kann man auf meine Webseite gehen, da sind meine Kontaktdaten, oder man kann auf der Webseite auch ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir buchen, um zu schauen, ob man, wie das passt, welche Programme passen könnten, ja. Perfekt. Genau. So schön. Auch auf Instagram habe ich jetzt einen Account angefangen, ja, genau. Auf Instagram? Ja, genau, da bin ich aber noch am Anfang, genau. Verlinke ich alles, ich werde alles verlinken. Ja. Und ja, an der Stelle einfach auch nochmal, es ist so schön, dass es dich gibt und es ist so toll, was du machst und die Arbeit, die du machst und dass du da mit so viel Liebe und Herzblut drin bist und den Menschen einfach auch dabei hilfst, sich zu erinnern, dass es eben nicht immer der Quick-Fix die Lösung ist, sondern dass, wenn wir wirklich gesund sein wollen und bleiben wollen, vor allen Dingen auch, dass es wichtig ist, da selber auch in die Verantwortung zu kommen und sich da auch die Zeit und den Raum für zu nehmen, weil es ist ja immer so, es ist immer selbstverständlich, bis es nicht mehr da ist, ne? Okay. Und sich da eben ja auch die Zeit zu nehmen. Und es ist, also ich wertschätze deine Arbeit so sehr und ich finde es so schön und ich freue mich auch schon wieder, wenn ich zu dir komme, wenn mein Baby auf der Welt ist und ja, und wir dann wieder weiter auch miteinander arbeiten können, weil es einfach so gut tut und es so empowernd ist, auch eben nicht einfach zu sagen, nimm hier die Pille oder mach irgendwie das, sondern wirklich so das Ganzheitliche zu sehen, was ja so schöpferisch am Ende auch ist. Also danke für dein Sein, danke für alles, was du machst und vielen, vielen Dank für das tolle Kann Geschichte. Ich nur zurückgeben, liebe Laura. Danke für die Möglichkeit, hier bei dir zu sein. Ich danke dir auch für deine wunderbare Arbeit. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, dass du ja ganz viel aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst und dich inspiriert fühlst, einfach mal darüber nachzudenken oder zu beginnen, wie du deinem Körper Gutes tun kannst. Den Link zu der den Link zur Webseite von Susanne findest du natürlich auch in den Shownotes, wenn du da vorbeischauen möchtest. Du findest Susanne auch auf Instagram und ich freue mich natürlich auch, wenn du uns bei Instagram unter @LauraMarlinaSeiler unter dem Post von heute deine Gedanken dalässt und gerne auch deine Erfahrung vielleicht mit Naturheilkunde und Heilpflanzen und wir da in den Austausch gehen können. Ich glaube, das wäre wunderschön. Und ansonsten möchte ich dir einfach gerne sagen, wie super cool du bist und dass ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du dir erlaubst, einfach deinen ganz eigenen Weg zu gehen und dass du weißt, es ist alles ein Weg, es ist alles ein Prozess und das Wichtigste ist, dass du für dich schaust, dass du in die Liebe dir selbst gegenüber kommst, denn das ist das, womit alles einfach beginnt. Und genau dafür habe ich noch einen kleinen Tipp für dich, denn du kannst dich jetzt wieder anmelden für meinen Vergebungskurs, die geheime Kraft der Vergebung, Löwenherz. Und diesen Kurs habe ich auf Hawaii aufgenommen und er basiert auch auf der Weiterentwicklung von mir von einem uralten hawaiianischen Vergebungsritual, Ho'oponopono, was so viel bedeutet wie alles wieder richtig, richtig machen. Und du lernst in diesem Kurs in 7 Modulen zu vergeben. Nicht nur dir selbst, sondern auch deinen Eltern, Menschen, die du liebst, Freunden, Familie, Fremden, dem Leben. Und dieser Kurs ist eine unglaubliche Befreiung und eine Herzensbefreiung tatsächlich. Und meine Vision, meine Intention für diesen Kurs ist, dass du danach auf deine Vergangenheit zurückblickst und Frieden mit deiner Vergangenheit geschlossen hast und einfach spürst, dass dieses Leben für dich ist, im Sinne von, es ist dein Leben und dass du frei sein darfst in der Liebe, die du gerne erfahren und aber auch geben möchtest und dass du aufhörst, dein Herz zugebauert zu lassen, sondern wirklich frei durch dein Leben gehst. Und den Link zu Löwenherz, die geheime Kraft der Vergebung, findest du in den Shownotes und du kannst den Kurs jetzt auch richtig, richtig nice und easy auf meiner App machen, in der Higher Self App, wo dir der Kurs jetzt auch zur Verfügung steht.
Und ansonsten, wie auch schon ganz am Anfang gesagt, kannst du dich jetzt kostenlos eintragen auf die Geburtstagsparty von Happy, Holy and Confident am 3. Juli. Ich freue mich da sehr auf dich. Und es gibt da tatsächlich auch eine kleine Überraschung für Happy, Holy and Confident. Also don't miss it. Und ich freue mich auf dich. Rock on und Namaste, deine Laura.